Bum, ba, bo, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bo, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zu Metroid Order M, Part Nummer 2. Ja, im letzten Part haben wir dieses interessante Metroid-Game angefangen und ja, es spielt sich halt doch sehr anders. Und wir haben auch schon festgestellt, wo die Story so ein bisschen hingeht. Mit Samus Aran und ihrem Baby, ja, Baby Metroid. Und wir haben im letzten Part Adam getroffen. Ja, ihr alter Chef, sag ich mal. Commander. Und ja, wir sind an ihn gebunden, weil ich kann nichts machen, solange er halt hier mir nicht sagt, dass ich es einsetzen darf. Na gut, von mir aus. Weil wir haben ja in dem Raum hier schon festgestellt, diese leuchtenden Punkte scheinen wohl wirklich Upgrades zu sein, die man finden kann. Oder halt Items speziell. Und ja, wir haben auch schon grob gesehen, wie wir hinkommen, wenn wir den Bomben dann haben. Ich frage mich halt immer noch bei dem Spiel halt, weil es hier die Möglichkeit gibt, hier zu scannen, ob halt solche Punkte, die man so an der Wand sieht, dass das vielleicht irgendwie irgendwas Wichtiges ist. Aber ich glaube, das ist einfach nur so, dass man halt auch... dass man halt Sachen halt scannen kann. Oder vielleicht schon im Vorfeld durch den Raum zu gucken oder so. Ich weiß es nicht. Oh, aber die Viecher kennen wir noch, oder? Oh. Okay, die fliegen ziemlich schief, würde ich mal sagen. Das sind die, die eigentlich normal sich von, ja, von oben runterstürzen und dann halt explodieren. Also ich gehe mal davon aus, dass wenn es irgendwo ein Secret gibt, dass es vielleicht auch angezeigt wird vom Game. Theoretisch. Oh, Achtung. Und man kann wohl in jedem Raum dann auch erwarten, dass hier irgendwie was angreift. Okay, alles klar. Weil ihr wisst ja, normalerweise bin ich immer so auf Umschauen und so aus, aber das Game scheint ja ein bisschen schneller zu sein, sage ich mal. Und dass, wenn man sich was umgucken will, dass man halt immer in den Modus hier gehen muss. Dass man halt gleichzeitig irgendwie... warte mal. Achso, man kann den Schacht da wieder wegmachen, oder was? Ah, normale Missiles, okay. Wie war das mal? Also ich habe ja gar keine Missiles. Ich darf ja nicht. Na, super. Ach man, kann ich damit irgendwas machen? Ach, da geht's auf einmal. Nähere dich einem Terminal, um es zu bedienen. Ja. Ach so, einfach A drücken, okay. Okay. Okay, weil das da oben aber jetzt erst noch zu war, gehe ich mal da unten lang. Weil wie gesagt, man muss ja bei jedem neuen Spiel erstmal lernen, was ist jetzt wichtig zu betrachten, was ist nur Deko. Okay, andere Sicht hier. Alles klar. First Person. Oder Third Person, besser gesagt. Kleine Krabbelfischer im Klo, oder was? Ist halt ein bisschen böse mit dem Bewegen, weil wir spielen immer noch mit einem Steuerkreuz und ja, nach hinten drücken heißt, sie läuft nach hinten und wenn ich dann zur Seite drehe, dann kommt es mal drauf an, ob ich nach vorne oder nach hinten drücke. Kann ich da jetzt irgendwas machen? Ich kann weder springen und schießen. Kann ich beides nichts machen? Kann ich hier scannen? Ah, das geht. Aber hier gibt es, glaube ich, nichts. Sehr. Wirklich sehr anders zu anderen Metroid-Games, absolut. Aber irgendwie... Warum gibt es den Raum hier? Da muss doch irgendwas da sein. Und irgendwie hat das so einen Anschein gemacht, dass weil die Viecher da ins reingelaufen sind, dass vielleicht irgendwas ist, aber ich kann nichts anvisieren und nicht schießen und nichts. Okay, keine Ahnung. Oder vielleicht das hier? Der Schacht? Auch nicht, nee. Ich darf gar nichts. Samus darf nichts. Na gut, dann erst später. Also man weiß, denke ich mal, immer bei einem Nintendo-Game, wenn es einen Raum gibt, dann hat der auch einen Grund. Aber das hier jetzt... Ja, okay. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass halt hier die Kameraschwenks immer in einen anderen Modus gehen. Ego-Sicht, Third-Person. Mehr so Jump-'n'Run-Einlagen-mäßig hier. Ja, Climb. Kennen wir ja schon. So. Ich denke mal, am Anfang sollte man sich einfach nicht umgucken, sondern... Okay, Tür ist geschlossen. Sondern einfach nur erstmal rumballern oder so. Und weiter oben sehe ich wieder was. Na. Immerhin können wir so, ja, Metroid-Style hier gucken. Was ist das hier? Ein Energy Tank. Okay, in Rot. Auch mal was anderes. Alles klar. Krieg ich den? Muss ich auch kriegen, oder?
Ach komm! Jetzt mal ernsthaft. Man kann es auch übertreiben mit seinem hier, du darfst es nicht einsammeln. Aber man sieht auch hier, es wird auf der Karte angezeigt. Warte mal, ich muss mal Pause drücken. Ah, okay. Hier wird es dann auch angezeigt. Und das Schöne übrigens hier ist ja auch, es ist keine 3D-Karte mehr, wenn ich mir das gerade so angucke. Eins. Hauptsektor, Status, Charaktere. Warte mal, hier mal ja irgendwas. Muss erstmal gucken, gell? Beam, Missiles, Bombe. Ja. Alles klar. Missiles. Ja gut, die Morphball, aber Bombe darf ich irgendwie ja nicht benutzen. Beam, Steuerung, drücke 1. Ja, ist einfach nur, um zu erklären, gell? Und den einfachen Power-Suit. Samus, normaler Suit. Oder Varia-Suit, könnte man eigentlich auch so sagen. Und anderes habe ich noch gar nichts. Auf jeden Fall mit dem Boost. Dass man vielleicht irgendwann später einen Doppelsprung hat oder sowas. Tankbauteile oben links und Schnellradar oben rechts. Okay. Okay, alles klar. Dann Characters. Vielleicht gehen wir ja so ein bisschen Nebenstory. Ui, hier sind ja alle drin. Edmund Melkovich. Gut, dann lesen wir mal ein bisschen, würde ich mal sagen. Samus, ehemaliger Vorgesetzter in der Föderationsarmee, untersucht das Bottleship nach Eingang des Notrufsignals. Okay, aber zumindest sind die Texte relativ kurz. Name unbekannt. Achso, ihr werdet alle gezeigt, aber einfach nur so random Characters oder was. Mitglied der Föderationsarmee, untersucht nach Eingang des Notrufsignals unter Adams Kommando das Bottleship. Anthony Hicks, ja, ein ehemaliger Kollege aus Samus Zeit in der Föderationsarmee, untersucht unter Adams Kommando das Bottleship. Und dann die ganzen random Leuten, überall dasselbe Text. Okay, alles klar. Heißt es dann, dass sie dann irgendwo sterben werden? Weil man weiß ja immer so, random NPC interessant oder so, gell? Ah, und hier greift man die Handlung, was hier... Ah, so eine Zusammenführung in dem Sinne. Okay. Die Gefahr der Metroids und der Weltraumpiraten schien gebannt und der Frieden in der Galaxie zurückgekehrt. Während eines Fluges durch die Galaxie empfängt Samus einen Notruf der Klasse Baby's Cry. Etwas regt sich in ihr und sie nimmt Kurs auf die Quelle des Signals, eine verlassene Einrichtung namens Bottleship. Bei ihrer Ankunft bemerkt sie, dass ein Schiff der Galaktischen Föderation bereits vor Ort ist. Samus trifft auf eine Einheit Soldaten, ausgeführt von ihrem ehemaligen Kommandanten in der Galaktischen Föderationsarmee, Adam Malkovich. Unter ihnen ist auch ihr alter Freund Anthony. Samus beschließt zu bleiben, auch wenn sie zunächst nicht herausfinden kann, welche Pläne Adam auf dem Bottleship verfolgt. Ist mal jetzt eine andere Frage. Ist klar, dass man irgendwo den Grund mal reinpacken muss, warum Samus die Sachen nicht einsetzen darf. Was hätte denn Samus jetzt gemacht, wenn Adam hier nicht da gewesen wäre? Hätte sie dann einfach rumballern können, wie sie lustig ist? Vermutlich. Ja gut. Man sollte, glaube ich, nicht mal drüber nachdenken, sondern immer noch nicht vergessen, dass es halt ein Spiel ist, gell? Aber es ist halt trotzdem ein bisschen komisch, gell? Dass Samus sich da ja so zurückhält in dem Sinne. So, weg mit euch, ihr kleinen Viecher. Was haben wir hier? Okay, ich kann da gar nichts machen. Ja. Ja, toll. Und jetzt? Ich lasse halt B gedrückt, aber ich kann sonst nichts machen. Und wenn ich weggehe, dann geht sie weg. Ja. Keine Ahnung. Vielleicht kriegt man später noch irgendwas, womit man die halt irgendwie aktivieren kann oder so. Ich habe keine Ahnung. So, weg mit euch. Zum Glück ist das Combat, also hier das Rumschießen, das ist halt wirklich intuitiv. Ich meine, ist auch gleichzeitig ein bisschen hilfreich, weil das halt wirklich so leicht Auto-Aim hat. Oder was heißt leicht? Eigentlich richtig krasses Auto-Aim. So, oben links ist auch wieder ein Power-Up irgendwo. Wo ich dann auch wieder nicht rein darf, denke ich mal. Na? Oder vielleicht kommt man da wieder raus? Ich habe keine Ahnung. Aber gut, im Prinzip kann man nichts verpassen, weil es werden ja die ganzen Powers werden ja angezeigt auf der Karte. Vielleicht spiele ich auch gerade ein bisschen zu langsam, weil ich ein bisschen auf Exploring aus bin, aber ja, am Ende übersehe ich dann was und die scheinen vermutlich keinen Strom zu haben, deswegen gehen die wohl nicht an. Okay, was haben wir da hinten? Ich kann es nicht sehen. Natürlich nicht. Jetzt kann ich es da wieder anvisieren, aber es bringt wohl auch nichts, okay. Na gut. Also irgendwas Gelbes ist da drin. Da rechts. So, also mit dem Aufzug dann wohl nach oben. Und links scheint dann auch noch irgendwas zu sein. Aber das haben wir ja bei da unten gesehen. Alles klar. Kann ich hier durch?
Ich darf gar nichts. Ich darf echt nichts. Oder vielleicht hier durch? Ach so, ja, okay. Oder auch nicht, weil hier keine Tür ist. Wie gemein. Okay, erst später. Gibt wohl alles Upgrades erst später. Erstmal gucken, was Adam so macht. Navigationsterminal. Stelle dich auf die Plattform, um das Spiel zu spielen. Ach so. Okay, und hier haben wir wieder diese typische... Okay, das ist dann wohl eine... Diese Haltung, dieses... Hier kommen keine Gegner. Aber ich kann hier gar nichts machen. Ich kann nicht springen. Ich kann gar nichts. Ich kann nur laufen. Alles klar. Also zumindest wissen wir dann mal, wie gespeichert wird. Okay, aber wird es eigentlich auf der Karte angezeigt? Zoom? Ja gut, dafür müsste ich vielleicht mal den Raum verlassen, aber ich glaube, da ist ein Zeichen, gell? Da steht N. Ein N für Speichern, okay, alles klar. So, wollen wir noch ganz kurz Pause drücken? Ja, ist ein N. Frag mich, warum das ist ein N ist, aber das ist wohl der Speicherraum dann. Okay, alles klar. Ich glaube generell sollte man das Spiel wohl ein bisschen schneller spielen, weil man sieht ja, allein wie Samus rennt. Ah, sehen Sie schon mal? He's dead. Er ist vor allem. Someone or something attacked him. Er ist vor allem grün. Alter. Hey, kein Resident Evil hier. Hallo? Übertreib doch. Verballert doch auch gleich eine ganze Munition hier. Es war obvious, dass there was some pervasive danger throughout the facility. I didn't know what had brought Adam here, but I did know that cooperation was imperative if we were to restore safety. Adam, listen to me. Clearly this facility is in complete disorder. It might be too dangerous for your men to go alone. That's why I've... Look at that. Oh. Jetzt kann er ballern. Okay. Einfach mal ein Vieh komplett aus Käfern oder was? Alter. Aber ich werd gepeitscht oder was? Was soll denn das? Okay, ich kann grad. Okay, das juckt dem nicht. Kann ich eigentlich anvisieren? Das geht. Okay, ich hab keine Ahnung. Ach, Eisbeam? Ja, danke schön. Das ist so dämlich eigentlich schon, gell? Normale Missiles darf ich jetzt einsetzen. Steuerung, erfasse ein Ziel und drücke A, okay. Okay. Ja, ja, will ich gerade. Achso, ich muss anvisieren, um Missiles abzufeuern, okay. Ich verstehe halt nur noch nicht so ganz, wie das mit dem Ausweichen, während ich ziele, ist. Okay, also wir machen es Stück für Stück platt. Da ist der Bug hier. Mach ihn platt. Das ist ein bisschen sehr gewöhnungsbedürftig, hier so zu kämpfen. Samus. Looks like I'm gonna need to ask for your cooperation on this mission. But
I'm also gonna have to ask that you follow my commands. You don't move unless I say so, and you don't fire until I say so. Oh Mann. Any objections, lady? The thumbs up sign had been used by the Galactic Federation for ages. Me? I was known for giving the thumbs down during briefing. I had my reasons, though. Commander Adam Malkovich was normally cool and not one to joke around. But he would end all of his mission briefings by saying, "Any objections, lady?" He was joking, but others weren't. At the time, I felt surrounded by people who treated me like a child. I used kid gloves because I was a woman. And yet with Adam, I was grateful for the nod. My past has left me with an uneasy soul. And as a result, it touched me on some level that Adam would acknowledge that past by calling me something delicate, like Lady. And I knew more than anyone that every word from Adam was deliberate. My thumbs down was a twofold response. A sign of derision at being called a lady, and a signal of my complete understanding of the mission orders. The other soldiers were always willing to support me with easy smiles despite the fact that I clearly had so much yet to learn. Among them was Anthony. In the face of his well-meaning behavior and that of the other soldiers, my response was to become increasingly bitter. I was a child, always with something to prove, a chip on my shoulder. And I was angry. I felt that if I let my guard down, I would easily be broken. And beyond that, I was scared. But even in the naivete of my youth, I could see in Adam's joking manner how close he felt to me. Adam knows my past, and he knows me better than anyone else. Confession time. Because I was so young when I lost both of my parents, there's no question I saw Adam as a father figure. When I rebelled against him, I knew I could get away with it. And his paternal compassion in the face of my rebellion reinforced the special bond I felt with him. I understood well that chances were slim that I would ever find anyone that understood me like Adam. And yet, when the time came, I still left his side. I was so young. Young and naive. Exactly what transpired here on the battleship is still uncertain. Here's what we do know. The equipment we thought had been destroyed is operational again. And we've seen casualties attributed to an unidentified and lethal creature. The situation is critical. We need to gather all the information we can, but priority one is to find any survivors and bring them to safety. Consider this site extremely dangerous. Careful as you make your sweeps. And there's one problem. The wireless interference in this facility is all pervasive. Your comm systems are useless. As a result, communication channels will be limited to the facility's navigation booths. Well then, Lyle, investigate Sector 1 and show a little restraint with the explosives. Gotcha. Maurice, you cover Sector 2. Repair any equipment you come across. Affirmative. Anthony, you're Sector 3. I'll leave it to you to decide whether plasma guns are called for. All right. James, check out the control bridge. Our communication issues might be the result of electrical interference. Yes, sir. And KG, run a complete sweep of the residential quarters and investigate any trace of survivors. Got it. Each of you is authorized to use a freeze gun. Do not forget to check in regularly via navigation booths. And Samus,
You go to the system management room. Do everything you can to get the electrical system back up and running. Looks like your comm system is still functional. Remember, everything you see will also appear on this screen. Regarding auxiliary weapons, the use of bombs has been authorized. Endlich, danke schön. As far as your other weapons go, we will continue to investigate and authorize use as we can. However, we currently have no plans to authorize the use of power bombs. As you know, they have the ability to spread a high temperature heat wave over a large area, impacting living things. Which is a nice way of saying they can vaporize humans instantly. Das macht sogar Sinn. You should be well aware of how dangerous power bombs are. And how their devastation can't be obstructed with common materials. Once the mission in the system management room is complete, I need you to report back. I'll give you your next orders then. I want you all to be especially careful as you execute your missions. That's the end of the briefing. It was the first joint mission I'd been a part of since becoming a freelance bounty hunter. And of course, it was the first time since my Federation days that I was following the orders of a commanding officer. Having received mission orders from Adam, I felt confused and strangely exhilarated at the unexpected turn of events. I responded. Understood, Adam. No objections, of course. Da war auch schön, eben noch ganz kurz die Metroid-Musik dabei. Yay, ich darf Bomben benutzen, die ich schon eigentlich hatte, aber oh gut, ja. Ja, ist gut. So, aber ihr merkt schon, wir sind wieder 22 Minuten rum hier. Also auf jeden Fall interessant, sag ich mal. Also ich meine, das mit dem Power Bomb war sogar... Samus, head for the system management room. Ja, darf ich hier den Part beenden? Ich bin auf jeden Fall interessant, dass hier das auch logisch erklärt wurde mit den Power Bomben. Das macht sogar wirklich Sinn hier, weil die sind halt wirklich extrem... You need to get to the system management room. Ja, ich gehe mal eine Stufe weiter, damit er mal die Klappe hält hier. Items werden durch blaue Punkte auf der Karte angezeigt. Ja, der blaue Punkt erscheint. You need to get to the system management room. Willst du mich das verarschen? Redet er jetzt die ganze Zeit mit mir oder was? Oh. Oder mal, nur weil die Tür jetzt offen war. Darf ich jetzt? Ja. So, jetzt aber. Adam, sei ruhig. So, also wie gesagt, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was das Game halt wirklich so alles mit sich liefert. Ihr habt ja schon mal gesehen, das war jetzt ein Bosskampf, der ein bisschen komisch war, weil meistens halt stand ich nur rum und habe darauf warten müssen, bis halt die Gegner, bis halt meine Kollegen hier, Eiswaffen benutzen, die ich nicht habe. Also die habe ich ja wirklich nicht. Also nicht so, dass jetzt Samus ganz ständig mit Eisbeam ausgestattet ist in dem Sinne. Aber gut, ja, bevor ich hier noch lange quatsche, reden wir noch ein bisschen im nächsten Part dann weiter, gell? Dann bedanke ich mich auf jeden Fall wieder fürs Zusehen. Ich bedanke mich wieder fürs, ja, nochmal fürs Zusehen, genau. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Nicht so wie Daumen runter, wie Samus Aran, oder auch gerne noch Daumen runter, wie ihr halt wollt, wenn es halt euch nicht gefällt. Ja, und nicht vergessen hier bei, YouTube die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Parts verpasst. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.